Der Planet ist verdreht, die Erde geht kaputt. Doch nicht nur unserer Umwelt, auch mir selbst geht's nicht sehr gut. Katastrophen, Krisen, Krieg und Korruptionsskandale. Als letzter Ausweg bleibt mir noch die Flucht ins Triviale. Die Glocke soll aus diesem Grund mein Freudespender sein. Nun schalte ich ein und höre als erstes: Hallo Freunde! Das ist zu viel, ich drehe durch und pack die Bombe ein. Als Terrorismus-Amateur bring ich beim Sender ein. Doch hab ich wohl die völlig falsche Studiotür genommen und bin auf diesem Wege in die Hobbythek gekommen. Hurra, hurra, Hobbythek ist da. Was für ein Witz, ich baue mit Jumpitz. Schränke, Türen, Schreibtische, Regale und noch mehr. Völlig unnütz. Ich baue mit Jumpitz. Und außerdem bin ich der Bastelkönig da. Können wir jetzt ja auch mal um die Wette basteln, oder? Der Typ sieht aus, als hätte ein Eichhörnchen im Gesicht. Doch ich bin tolerant, erzogen, darum stört's mich nicht. Gemeinsam machen wir uns dran mit Säge und mit Bohrer. Er gewann beim Schränkebau und doch bei Joints verlor er. Wir ziehen uns das Tütchen rein und basteln lustig weiter. Dann brauen wir uns Kitzmannbier, doch schmeckt das Zeug wie Eiter. Fahren wir in Flaschenzug in Schöneborn am Rhein. Kippen uns ein lecker Kölsch nach dem anderen rein. Dabei offenbart er mir, er stamme nicht vom Rhein. Tatsächlich sei sein echter Name Jean von Frankenstein. Und einer seiner Tränke und ein bisschen Strom ist schuld am Dasein des Chefs, das Attest, das Mann, der Typ ist Kult. Hurra, hurra, Politik ist da. Was für ein Witz, ich brauch mit Jean Pütz. Seine Tränke und Tinkturen, so wie Räubercreme. So war ich es. Ich brau mit Jean Pütz. In Ihre Taschenlampen, da tun Sie bitte natürlich Batterien und nicht Batterilich. Gemeinsam mit ihm Lust wandle ich auf Ikea-Spuren. Doch nicht nur das, der Kerzen mit Spezialjoghurt-Kulturen. Als kulturell interessiert kann ich mich nicht enthalten. Und da beschleunigt geht's mit Ort 12 auf den Donnerbalken. Stolz sag ich meinem neuen Freund das Werk im Porzellan. Er modelliert daraus geschwind den Kopf von Genghis Khan. Ich denke, wir ergänzen uns fantastisch, er und ich. Und während ihm bastelt, kotze ich schon auf den Tisch. Und wenn ihr euch fragt, wie es denn privat im Job entsteht, dann sag ich euch, selbst ist der Mann, ich hoffe, ihr versteht. Hurra, hurra, Politik ist da. Was für ein Witz, ich bau mit Job Pütz. Schränke, Türen, Schreibtische, Regale und noch mehr. Er liebt unsere Hits. Ich liebe Jean Pütz. Das war's auch wieder schon mal. Nächste Woche zeige ich Ihnen dann, wie man prima Pickel selber ausquetschen kann. Tschüss, Ihr Jean Pütz.